Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Aniröl B. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play King Nummer 3. Ich habe 15 Minuten schon aufgenommen hier und mir ist ein Fehler unterlaufen. Und zwar, ich hatte, okay, sagen wir mal so, ich hatte 0 EP an und sobald wir die nächste Welt betreten, gelangen wir direkt in den Kampf. Und ja, ich habe 0 EP angehabt. Das war nicht so gut. Deswegen habe ich noch mal das Spiel beendet und ja, habe das jetzt hier mir als, ich fange mal von vorne an. Also ich habe so erste Cutscene in der nächsten Welt gesehen und ja, vorab aber noch, ich habe hier klassisches Königreich, habe ich überall Mickey Maus Zeichen eingestellt und ja, freigeschaltet. Boah, ich weiß schon wieder nicht, wie man spricht. Ich habe ein neues Schlüsselschwert dadurch bekommen und zwar boom, klassische Klänge, welche ich mal ein hier ausrüsten werde für Meisterkoch und eine klassische Klänge hilft Sheriff. Und ja, ich habe ein Foto von Dings noch gemacht, von Woody und Marshmallow, dieses eine Monster in Arendelle. Das hat gereicht, um im Mogeshop hier alles zu diese Fotomission zu beenden. Und die einzige, die mir jetzt noch fehlt, ist hier von diesem Dämonenturm hier ein Foto zu machen. Also die, gegen die Rico schon zweimal gekämpft hat. Und dann haben wir alle, hoffentlich. Ja, wir gehen jetzt einfach mal. Ich glaube, das war alles, ne? Wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Ich war sehr überrascht, als ich hier die Eclipse betreten habe. Ich wollte eigentlich erst alles in der Eclipse erledigen, aber wir können da nichts erledigen. Einfach weil. Direkt am Anfang, wo ich spawne, ist so ein pinker Kristall. Den wollte ich kaputt schießen. Ging nicht. Dann bin ich nochmal zurückgegangen, so 5 Minuten, nachdem ich da rumgefahren bin. Und habe noch mehr Waffengummis ausgerüstet. Hat immer noch nicht gereicht. Also ja, da habe ich schon sozusagen 10 Minuten verschwendet hier. Ich habe alles drauf geballert. Ich habe Blitzgummis und all so was hier drauf geballert. Hat alles nichts gemacht. Ich habe 5 Minuten darauf geschossen. Und ja, bin ich nochmal zurückgegangen, habe das Dinge hier repariert. Boah, ich habe es heute echt mit der Sprache, ne? Hab das Ding umgebaut, das Gummischiff, und hat alles nichts gemacht. Also ich habe mehr oder weniger erstmal 10 Minuten hier verschwendet und nichts erreicht, und dann habe ich die Welt betreten. Wir wurden direkt in einen Kampf reingebracht und ja, ich hatte 0 Erfahrungspunkte an, was nicht so gut war. Also ja, deswegen habe ich das Spiel nochmal beendet und jetzt sind wir wieder hier und ich tue das alles hier nochmal aufnehmen. Aua. Aber ist ja nicht so schlimm. Ich habe nur eine Cutscene gesehen, als ich die Welt betreten habe. Die erste Cutscene, und da war es dann. Mehr ist auch noch nicht passiert. Ich habe gar nicht den Kampf gemacht oder so. Ich habe nur einen Gegner getötet, um zu gucken. Warte mal, habe ich noch 0 Erfahrungspunkte an? Dann habe ich gesehen, ja, habe ich noch, weil ich keine Erfahrungspunkte bekommen habe. Und ja. Ja, jetzt bin ich wieder hier. Was soll das hier? Ich muss da lang. Ich hasse es, wenn so was passiert, wenn irgendwie nichts irgendwie nach Plan läuft. Da, die gehe ich kaputt. So, wo muss ich hin? Ich hab da, wo ich hin muss, hier sofort gefunden beim letzten Mal. Einfach den Pfeilen, ja, folgen. Boah, du sollst auf das Ding eingehen. Boah, was ist hier schon wieder los, ey? Ich habe mich jetzt an einen neuen Ort teleportieren, ja. Ich war sehr verwundert, als ich irgendwie diesen Pfad hier gesehen habe, weil das irgendwie so mehr wie eine Riesenfestung ist, anstatt irgendwie so ein Weltraum-Örtchen. Und ja, sehr kurz. Hier erwartet unser Boss, den ich auch schon besiegt hatte. Also ja, war nicht so schwer.
Also gucken wir mal. Aber letztes Mal hat ja mein Gummijet ein bisschen umgeändert auf Waffengummis. Vielleicht könnte es jetzt ein ganz klein bisschen schwieriger werden. Aber ich bekomme so gut wie gar keinen Schaden mehr. Also ich werde auf jeden Fall schaffen. Irgendwie mache ich hier mehr Schaden. Keine Ahnung, ich habe irgendwie meine beiden Blitzgummis entfernt und die mit Blitzgargummis ersetzt. Hat alles nichts gebracht. Ich kann diese Kristalle nicht mal ankratzen. Und ja, das heißt, wir müssen irgendwann hier nochmal zurückgehen und alles holen. Aber dann werde ich wahrscheinlich meinen Gummijet auf Level 99 gemacht haben. Bis wir das machen. Ja, das klingt nach einer guten Idee. Da werde ich die Kristalle nicht mal kaputt kriegen, ne? Dann weiß ich auch nicht. Außerdem müssen wir ja noch so einen Boss im Nebelfluss erlegen. Da müssen wir so oder so leveln. Ich brauche mehr Verteidigung oder HP. Nehme ich jetzt mal an. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich mache das Ding schneller fertig als beim letzten Mal, wo ich Blitzgang und mich so ausgerüstet hatte. Also ja, ich weiß nicht, was das soll. Und ja, jetzt öffnet sich die letzte Welt. Natürlich. Das ist der Schlüsselschwertfriedhof. Natürlich ist das Schlüsselschwertfriedhof. Habt ihr ihn gedacht? Oh, ich sehe, da unten sind hier diese Stühle von der Organisation. Und ja, wir gehen rein. Wie gesagt, diese Welt beginnt direkt mit dem Kampf, also ja. Wir werden gleich sehen, was für ein Kampf. Man nur so, weiß ich nicht, eine Sekunde in diesem Kampf und dann habe ich gemerkt, oh, fährt. Ich habe keine Erfahrungspunkte bekommen. Und ja, dementsprechend weiß ich jetzt auch, was die erste Szene hier ist, aber ja, so viel ist jetzt auch nicht passiert. Danach ist es wieder komplett blind, also ich freue mich übrigens riesig auf diese Welt. Ist ja absolut Hammer. Aber die Kampfstufe ist Level 42, das macht mich ein bisschen nervös. Ich bin erst Level 37. Ja, die ganze Gang ist hier. It's time. The Keyblade Graveyard is up ahead. Someone's coming. Und es ist der Mann höchstpersönlich. Xehanort. Und guckt euch mal die Adern auf seinen Kopf an. Das hat mich sehr gestört, als ich das erste Mal gesehen habe. Vor 5 Minuten. Legend has it that darkness once covered the world. We know so little about the Keyblade War, only that it was just the beginning. If ruin brings about creation, what then would another Keyblade War bring? When the darkness falls, will we be found worthy of the precious light the legend speaks of? Das sind die Worte, die er auch zu Erakos gesagt hat. Or will all of creation be instead returned to the shadows? Today we will recreate the legend and see. But first, your light shines far too brightly. It must be extinguished in order for the truth to be seen. Only when your hopes have been broken by battle upon battle can the key be claimed to Kingdom Hearts. And break you is what we shall do. It has been etched. Oh, ja.
Wir werden ja herzlich empfangen von 5 Mitgliedern hier, die wichtigeren. Look at how many there are. Oh, oh. Okay, Gang, get ready. Hat gesagt, okay, Gang. Und ja, wir sind nur zu dritt. Komm her, ich muss meinen Schlüsselschwert hier ausprobieren bei euch. Oh Gott. Und ja, die Musik im Hintergrund, Kampf der 1000 Herzlose, kennt man ja, ne? Knall aber. Auch wieder ein Hammer, Mac. Sehr gut. Da müssen wir 1000 von denen erledigen. Dann zeig mal. War so episch. Wir kämpfen gegen alle Arten von Gegnern, Herzlosen, niemande, unversierte. Okay, Donut, geht's euch noch gut? Ah, cool. Der nächste Schlüsselschwert. Meisterkoch. Ah. Haben wir auch noch nicht ausprobiert. So, da ist der Kampf der 1000 Herzlose, den ich mir gewünscht habe. So ganz viele verschiedene Gegner. Statt nur zwei Arten. Mordpfanne. War cool. Ja, aber wir haben zum Glück so viele Massenvernichtungsfähigkeiten, dass wir die ja alle locker erledigen. Ich bin überrascht, dass Goofy und Donald beide noch am Leben sind. Aber ich schaff das nicht hier. Was? Kann ich nicht anvisieren. Ich muss natürlich die ganzen Kommandos hier noch sehen. So, wen haben wir noch nicht hier? Wir haben noch nicht Ariel beschwört, obwohl ich könnte schwören, wir haben doch Ariel schon mal beschwört. In der Karibik. Oh. Mein wäre der bessere Moment als hier, ne? Okay. Sag mal, was du kannst. Ich glaube, wir müssen ja alles gleich schon mal eingesetzt haben. Na, Königsanhänger, komm. Wir haben noch nicht mal die Hälfte von allen hier erledigt. So. Plasmacke, bitte. Stitch, genau. Ich weiß nicht, was der noch mal kann, aber okay. Zu Dreiecke machen. Wart. Okay. Ready and go.
Der Ort. Was? Feuerwerkzeug? Feuerwerkszug. Alter! Wie viele wir jetzt damit erledigen? Sehr Nord denkt sich einfach nur so, wie die am Zug. Wir sind alle erledigt. Okay. Gleiter erlernt. Everybody else has gone on ahead. Okay. So fängt diese Welt an. Richtig geil.